überleg dir doch mal, wir haben den Körper unserer Lehrerin. Ja, weißt du, was man damit alles machen kann? Also, meinst du nicht, das wäre irgendwie komisch? Nee. Lass es uns doch herausfinden. So ein naturerforschter Tag ist voll öde. Ja. Aber weißt du, was ich cool finde? Sie lässt uns mega viele Freiheiten. Das stimmt, das stimmt. Und ich meine, ich feiere sie übel. Ich feiere sie auch überkrass. Du feierst sie nur, weil du sie geil findest. Nein, so ein Quatsch. Und die will mit meiner Mutter telefonieren. Die erzählt dir bestimmt, wie viel Kacke ich in der Schule mache. Ich bin tot. Quatsch, du bist ihr Lieblingsschüler. Sie wird schon nichts sagen. Aber soll ich dir mal sagen, wie du sie immer anguckst? Wie denn? So guck ich gar nicht. Genau, so guckst du, weißt es. Ach, Blödsinn. Sowas gibt's nicht. Doch, ich glaube schon, dass es sowas geben könnte. Es gab doch früher auch Hexen und solche Sachen. Es gibt keine Hexen und auch keine echten Zauberer und schwarze Magie schon gar nicht. Natürlich gibt's schwarze Magie, oder welches auch nenne. Liebe machen mit Nelson, das ist pure Magie. Schwarze Magie. Du meinst wohl der pure Schrecken. Findet ihr lustig, ne? Ihr seid nur neidisch, dass die Lehrerin auf mich steht und mich am liebsten... Da seid ihr ja schon alle noch pünktlicher als ich. Übrigens, Jonas, mit deiner Mutter muss ich tatsächlich mal telefonieren. Ja, deine Leistungen gehen zurzeit gar nicht. Also wir legen gleich los mit der Erforschung der Natur. Ich muss allerdings noch mal zum Auto. Ich habe die Lupen vergessen. Wozu brauchen wir denn Lupen? Na, hier für Jonas, damit er endlich mal das Sandkorn zwischen seinen Beinen sehen kann. Hey, wenn du wüsstest. Wenn Nelson was wüsste. Leute, jetzt ist gut. Ich bin sofort wieder da. Hört jetzt mal auf, euch zu mobben. Ihr steht nicht ernsthaft für unsere Lehrerin, oder? Die ist doch viel zu alt für euch. Aber hübsch ist sie schon. Ich wäre so gern für einen Tag in ihrem Körper. Ich glaube, dafür würde ich echt alles tun. Oder träum weiter. Du willst in ihren Körper? Das kannst du mit schwarzer Magie. Die hat er nicht. Er ist kein Schokoboy wie ich. Halt doch mal den Mund jetzt. Was meinst du genau mit schwarzer Magie? Lara, machst du jetzt einen auf Hexe oder was? Nein, Quatsch. Aber ich habe mal einen Zauberspruch gelesen, der sowas möglich machen soll. Du kannst lesen? Sehr lustig. Also, soll ich das Ganze erklären oder nicht? Unbedingt. Ja, von mir aus. Ja, mach mal. Ihr Lieben, ich habe die Lupen nicht gefunden, aber dann schauen wir uns die Natur einfach mit unseren Augen. Seid ihr bereit? Ja. Bereit. Die Geister, die in Bäumen stecken, die Geister, die im Feuer rauchen, all die Geister rufe ich jetzt, sie helfen jetzt beim Körpertauschen. Hallo, Frau Lehrerin, hallo, wachen Sie mal auf. Hallo, sind Sie da? Aufwachen. Hallo, aufwachen. Kommen Sie mal hoch. Sind Sie eingeschlafen oder was? Kommen Sie hoch. Danke, Bro. Bro? Sie sind meine Lehrerin, wieso nennen Sie mich Bro? Bro, was laberst du? Ich meine, wo sind die Mädels und wo ist unsere Lehrerin? Bro, bist du das? Bist du echt in ihrem Körper? Bro, ich will ja nichts sagen, aber ich hab voll die Lupen am Start. Digga, das ist ja wirklich ganz toll, aber das war wirklich schwarze Magie. Ich meine, alle sind verschwunden und du bist im Körper von unserer Lehrerin? Warte mal, Lara hat uns doch den Gegenspruch gesagt. Geister, helft uns den Körper wieder zu... Stopp, überleg dir doch mal. Wir haben den Körper unserer Lehrerin. Ja, weißt du, was man damit alles machen kann? Also, meinst du nicht, das wäre irgendwie komisch? Nee. Lass es uns doch herausfinden. Ja, wissen Sie, also der Nelson ist wirklich ein ganz, ganz toller Schüler. Der macht immer seine Hausaufgaben, der meldet sich die ganze Zeit. Und ich kann ihn wirklich nur bestätigen, dieser Sohn muss noch mehr gefördert werden. Der hat wirklich ganz Großes vor. Digga. Glaubt ihr das? Ich glaube das voll. Wir sind gerettet! Ja, also wie gesagt, ein ganz toller Schüler, wirklich ein. Leute, das war das Video. Im Körper meiner Lehrerin, hat super Spaß gemacht zu drehen. Vielen Dank an alle, die mitgemacht haben. An Lara, an Mariam, an Bea, an Jonas. Hat mega Spaß gemacht.
ihr müsst unbedingt allen folgen. Ich habe unten alles verlinkt, Instagram, YouTube, Twitch. Folgt unbedingt, das sind so coole Leute. Und es ist ganz wichtig, dass ihr jetzt Jonas' Video anguckt. Ja. Küsse üben für krass Klassenfahrt. Ist unten verlinkt, sollte jetzt auch eingeblendet sein. Mega lustig geworden, checkt es jetzt sofort aus. Und ja, bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Warum sind wir denn jetzt Ameisen? Mann, Lara, was hast du gemacht? Ich find's voll cool. Guck mal, da vorne ist eine Höhle. Lass mal da rein. Oh mein Gott, ist das alles so groß? Nee, ich geh doch jetzt nicht in der Höhle. Am Ende werden wir noch zerquetscht.